Hi ihr Lieben, hier ist wieder euer erkälteter Schminkschnubbel, wieder schniefend und hustend und röchelnd am Start. Ja, wie ihr am Titel unten schon gesehen habt, heute sind wir mal zu Gast bei Titten auf den Tisch. Und zwar ist das eine Rubrik, die meine liebe YouTube-Kollegin und die ganz süße Maus Desmodea auf ihrem Kanal hat. Und ich habe mich, als ich das erste Mal gesehen habe, weggeschmissen vor Lachen. Alleine diese Phrase, Titten auf den Tisch, so nach dem Motto Butter bei die Fische, jetzt wird's ernst oder ehrlich, fand ich schon sowas von geil. Und ja, wir haben uns zusammengetan und haben mal gemeinsam ein Produkt getestet. Es geht heute um Busenschweiß. Ja, ein Thema, was euch bestimmt brennend interessiert. Alle Kerle unter euch, ihr dürft euch gerne ganz dezent verfranzen. Ich bin euch da auch nicht böse. Ja, es geht einfach um die Problematik, die wir Mädels haben, die ein bisschen mehr auf den oberen Rippen hängen haben oder im besten Fall stehen haben, ne? Und zwar geht es darum, dass man ja gerne mal zum Beispiel im Sommer oder wenn man einen warmen Pulli trägt, ist auch Synthetik, so wie ich gerade, ja, dieses liebe Thema Busenschweiß, dass man schwitzt ja nicht nur unter den Achseln oder sonst wo, sondern überall, wo Haut auf Haut liegen kann, und das ist natürlich auch im unteren Brustbereich so. Es gibt ein Produkt auf dem Markt, das dem Busenschweiß den Kampf angesagt hat, und die liebe Desmodea und ich haben es gemeinsam für euch getestet. Wir haben es vor einer Weile bestellt und schwesterlich geteilt. Man sagt ja normalerweise brüderlich geteilt, schwesterlich beschissen, aber in diesem Fall haben wir schwesterlich gut geteilt. Und ja, es handelt sich um dieses Produkt. Es ist von der Firma Fresh Body Fresh Breasts. Und es ist ein, ich glaube, amerikanisches Produkt. Man bekommt es aber auf Amazon. Ich sag's euch direkt, der Preis ist leider sehr angestiegen, seit wir das vor ein paar Monaten bestellt haben. Ich schreibe euch aber alles noch mal in meine Infobox. Und zwar dieses schöne Teil. Erstens mal fand ich sehr schade, die haben wohl einen Verpackungswechsel gehabt. Entweder ist das die alte Verpackung und die neue gefällt mir. Die andere Verpackung von demselben Produkt, die ich nämlich gesehen habe, ist in schönem Rosé gehalten, dezentem Rosé, und hat hier drauf so eine, ähnlich wie so das Glossybox-Logo, so ein Kreis, und in der Mitte steht halt ein B oder so ein doppelseitiges B halt. Und das fand ich halt sehr viel schöner, weil das sieht ja doch so nach 80er Jahren aus. Jedenfalls verspricht dieses Produkt, es ist ein Cream-to-Powder-Produkt, dass man es als Creme aufträgt. Es trocknet als ein sanft kühlendes Puder und es soll Feuchtigkeit und Rubbeln verhindern, also dieses Schubbern verhindern. Da hat sich mir jetzt aber als allererstes so die Frage aufgetan, also bei wem schuppert es denn großartig unter der Brust? Also selbst wenn ich mit meinen zwei Melonen den BH aus habe, also ich stehe jetzt nicht hier und schwenke meine Busen hin und her, dass da großartig Reibung entsteht und irgendwas passieren könnte. Also das, finde ich, war so ein Punkt, der so ein bisschen überflüssig war, aber gut, man weiß ja nie. Es gibt ja Frauen, die prinzipiell kein BH tragen, auch mit großen Brüsten. Weiß ja nicht, ob da dann Reibung entsteht, großartig. Gehen wir es einfach mal durch. Ich sag euch direkt, diese Review wird jetzt nicht unbedingt so mega begeistert sein. Also es enthält 148 Milliliter und hat zu dem Zeitpunkt, wo wir es gekauft haben, 20 Euro gekostet. Allerdings habe ich jetzt gerade nochmal geguckt und der Preis ist echt gestiegen auf 33,15 Euro, was ich den Hammer finde. Also vielleicht solltet ihr es doch ausprobieren wollen, kriegt ihr es auf eBay vielleicht günstiger. Es ist halt so, dass man das zum Beispiel nach dem Duschen oder auch zwischendrin oder wie auch immer nach Bedarf, dass man das als Creme aufträgt und unter den Brüsten verteilt. So, ja, das hat sich schon mal sehr abenteuerlich bewiesen, denn ich sag's euch ehrlich, es soll als Puder trocknen. Also ihr kennt das ja von so Cream-to-Powder-Blush oder so. Das trägt man cremig auf und man merkt schon, es wird zu Puder auf der Hand. Ja, auf meiner Hand ist es auch zu Puder geworden. Ich hatte dann irgendwie schneeweiße, bröckelige Hände. Aber irgendwie unter der Brust, egal welche Menge ich genommen habe, ob ich jetzt einen großen Klecks oder einen kleinen Klecks genommen habe, irgendwie ist es dann doch rumgeflutscht. Also, ja, irgendwie wirklich trocken habe ich es nie bekommen. Ich glaube nur ein, doch, ich glaube einmal ist es mir gelungen. Aber hier fand ich dann die Dosierung schwierig, weil wenn man das, wenn man zu viel nimmt, dann trocknet und trocknet da nichts. Und ich meine, man kann jetzt nicht hingehen und mit, wie haben wir das gesagt? Wir haben vorhin noch telefoniert, dieses Modell und ich, und da haben wir schon gesagt, so, man kann ja schlecht die Brust anheben und damit durch die Wohnung laufen, so, bis das getrocknet ist, und dann dem Freund sagen, hier Schatz, erledige das mal für mich, ich habe die Hände voll.
Ich meine, wie sieht denn das aus? Oh Schatz, mach mal. Das ist irgendwie nichts. Und ja, wenn man zu wenig nimmt, da habe ich halt auch den Eindruck gehabt, ist auch nichts wirklich getrocknet, bis auf einmal. Allerdings komischerweise an den Händen ist das dann getrocknet, dann hatte ich so ein komisches weißes Puder. Zwischendrin ist mir halt schon aufgefallen, dass das so stellenweise wohl irgendwas pudrig geworden ist. Das hat sich aber bei mir dann zu so kleinen Kügelchen formiert. Also die einzelnen Partikel von diesem Zeug haben sich dann ein bisschen einsam gefühlt. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe dieses Produkt nicht so oft verwenden können. Da seid ihr bei der Desi bestimmt ein bisschen besser aufgehoben noch, weil sie es intensiver testen konnte als ich. Das liegt aber bei mir daran, dass ich gerade unter der Brust durch die Acne inversa öfters offene Stellen und sozusagen Löcher habe. Und da muss ich halt ein bisschen aufpassen. Also ich gehe jetzt nicht mit Losch-Badebomben, die tonnenweise Glitzer haben, baden. Selbst Babypuder benutze ich nur so nach Bedarf oder wenn ich nicht gerade zu viele große Wunden habe, weil alles, was in diese Wunden reinkommt, das kann sich ja noch weiter entzünden und das ist mir einfach zu gefährlich. Egal wie viel ich da reinige und Pflaster drauf mache und sonst was, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Und das klingt jetzt mega eklig, also es tut mir furchtbar leid, wenn ich euch damit jetzt anekel. Aber es ist ja so, wenn man eine offene Wunde hat, dann kommt ja so eine Art Wundsekret raus. Das sind ja die weißen Blutkörperchen, die sich da zu einer Kruste normalerweise formen wollen. Jetzt habe ich aber das Problem gehabt, gerade mit diesem Produkt hier, dass sich das so ein bisschen noch verbunden hat und gekrümelt hat. Also dann, das fand ich nicht sehr angenehm. Es war auch nicht ansehnlich und ich denke auch nicht gesund für meine Haut. Und deswegen habe ich das halt öfters in Phasen, wo ich habe auch manchmal eine Wunde, kann ich wochenlang haben. Also es kam echt vor, dass ich das nicht so durchgehend ausprobieren konnte, wie ich es gerne wollte. Da kommen wir dann auch zum nächsten Thema. Das ist dann schon der Geruch. Und zwar ist es so, dass hier versprochen wird, dass ein bisschen der Geruch durch dieser Busenschweißduft, der sich hier entwickeln kann, sind wir ehrlich, dass der halt auch bekämpft wird. Und da muss ich sagen, das ist mir auch nicht wirklich aufgefallen. Die Creme selber, ich habe jetzt Schnupfen, ich kann jetzt gerade nicht nochmal schnuppern, die hat so ein bisschen muffelig gerochen von vornherein schon. Ja, ich würde jetzt aber nicht sagen, also ich habe das beim Auftrag oder so an sich nicht mehr wahrgenommen. Das war halt so, wenn man so dran gerochen hat an der Creme. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass sich da irgendwas verändert hat. Im Gegenteil, ich persönlich fand, dass der Geruch sich sogar ein bisschen, dass ich etwas unangenehmer gerochen habe. Es kann auch sein, dass nur ich das gemerkt habe. Also es hat sich jetzt keiner beschwert, Gott sei Dank. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt bis zur Decke hin gestunken habe. Aber es ist einfach so, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass ich da ein frisches Gefühl oder einen frischen Duft unter der Brust hatte. Das klingt jetzt so befremdlich, dass ich einfach über meine Hanni und Nannis hier am Labern bin, was ich normalerweise nie mache. jedenfalls muss ich den Punkt da, das hat sich nicht ergeben, dass da irgendwie was bekämpft wurde. Im Gegenteil, es war halt auch so mit der Vermischung mit dem Wundsekret, dass es dann doch ein bisschen unangenehmer gerochen hat teilweise. Also das ist bei mir ein Punkt, den ihr bei der Desi nicht haben werdet. Bei mir war halt der große Punkt, Produkt benutzen mit offenen Wunden, empfehle ich auch keinem. Also ich selber, wie gesagt, bin ja da vorsichtig gewesen. Als nächstes hieß es noch, dass ja ein Kühleffekt stattfinden sollte. Den habe ich auch nicht wirklich bemerkt. Also eher, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sich da jetzt irgendwas noch heißer angefühlt hat. Bei mir ist es halt auch so, dadurch, dass halt so viele Nervenenden durch meine Krankheit da unten wahrscheinlich schon abgestorben sind, also die direkt unter der Haut. Ich habe an vielen Stellen nicht so Gefühl auf der Haut oder in der Haut unter der Brust oder auch an anderen Körperstellen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich habe da jetzt keinen Kühleffekt bemerkt. Ich weiß jetzt natürlich nicht alles, was ich anspreche. Es kann auch sein, dass Mädels mit ein bisschen, die zwar größere Brüste haben, aber nicht so groß wie zum Beispiel jetzt bei mir, also die so, sage ich jetzt so, im mittleren Kampffeld sind, da kann es eventuell sein, dass alles super wirkt. Also ich weiß halt nicht, für welche Brustgröße das jetzt konzipiert wurde. Also das hat halt alles so einen Einfluss auf die Wirkung des Produktes, denke ich mal. Weil es ist ja was anderes, wenn die Brust auf der Bauchdecke liegt oder wenn die so leicht angehoben ist und man hat nur so eine kleine Berührungsfläche. Wisst ihr, was ich meine? Also vom Kühleffekt habe ich jetzt nichts bemerkt, wirklich. Und der nächste Punkt ist einfach, da haben wir halt auch überlegt,
Wir benutzen ja ab und an auch mal Babypuder unter dem Busen, damit man, ja, damit es ein bisschen trockener ist, nicht so schwitzt und nicht so reibt. Also was heißt reibt? Ich sag mal, so richtig eine Wundreibung wie an Innenschenkeln, wenn man mehr Oberschenkel hat, gibt es ja unter der Brust meiner Meinung nach nicht. Aber es ist schon so, wenn man schwitzt und feuchte Haut auf feuchte Haut reibt, da können sich schon Rötungen und so leichte Entzündungen bilden. Da hilft, das haben wir bis jetzt benutzt, also ich ja auch, Babypuder. Das ist wirklich pudrig, das riecht auch angenehm, muss ich ehrlich sagen. Also Babypuder riecht wirklich gut und es hält das auch relativ trocken. Da habe ich allerdings auch das Problem, dass sich kleine Kügelchen bilden, die ich dann immer mal so ein bisschen so anheben und wegkehren muss. Allerdings muss ich sagen, so haben wir mal verglichen. Ich finde, dass ich einfach weiter nach Bedarf bei Babypuder bleiben werde und definitiv nicht dieses Produkt weiter benutzen werde. Ich werde es einfach in die Tonne kloppen. 20 € hin, 20 € her oder wie viel auch immer der Anteil jetzt war, ist mir schnurzpiep egal. Also ich persönlich kann dieses Produkt nicht empfehlen. Falls ihr Mädels da draußen jemanden kennt, der damit Erfahrung habt, oder falls von euch jemand mit sowas Erfahrung hat, würde mich da mal eine Rückmeldung interessieren. Ich persönlich werde es definitiv nicht empfehlen, dieses Bubideo, gegen Schwitten, wie wir es liebevoll genannt haben, helfen soll. Ja, Schwitten ist so ziemlich unser Lieblingswort geworden, also zumindest meins. Ich habe nämlich den Infotext jetzt so auf Deutsch übersetzt und da, wie hieß das nochmal, auf Englisch heißt das, also Sweaty Boobs wird als Swoops abgekürzt im Englischen. Und da habe ich davor gesessen und habe gedacht, so, wie soll ich das, wie übersetze ich das denn? Und dann bin ich halt auf Schwitten gekommen, Schwitztitten. Schwitten oder Schwusen, ich weiß nicht. Jedenfalls von mir bekommt dieses Produkt, wenn ich den Sterne vergeben würde, 0 Sterne, minus 10 Sterne sozusagen. Ja, also das war soweit. Mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen. Vielleicht habe ich auch jetzt was vergessen, ich hoffe es nicht. Aber mehr kann ich nicht dazu sagen und ich werde es auch definitiv weiter nicht benutzen. Ich habe es die letzte Woche nochmal mehr oder weniger ausprobiert, weil ich dachte, naja, vielleicht, ne, jetzt ist es ja nicht mehr Sommer, vielleicht jetzt nochmal ausprobieren, aber ne. Vergebene Liebesmühe, nee, also das ist nix. Und deswegen, ja, seid gewarnt, falls ihr das irgendwo seht, es lohnt sich nicht. Vor allen Dingen lohnt sich das nicht, viel Geld dafür auszugeben, weil 20 € war schon teuer. Und was ist das jetzt? 33 Öcken dafür hinlegen? Würde ich keinem empfehlen. Soweit, das war mein kleiner Ausflug zu Titten auf den Tisch, meine Lieben. Und ich verlinke euch unten mal den Kanal von der lieben Desi. Und sobald ich das neue Video gesehen habe von ihr, was zeitgleich mit meinem Online gehen soll, verlinke ich euch das nochmal separat unten. Schaut auf jeden Fall mal bei der lieben Desmodea vorbei. Sie hat einen super Kanal, ist eine super liebe, mega tolle YouTuberin und ich freue mich jedes Mal, ihre Videos zu sehen. Ich hoffe, ihr freut euch auch an ihren Videos und guckt doch mal, was sie dazu zu sagen hat zu diesem Produkt. So, das war's für heute. Wir sehen uns bald. Bis dann, ihr Lieben, und passt auf eure Schwitten auf. Ciao.